Oh Gott, Medusa-Köpfe. Medusa-Köpfe. Jeder kennt sie, jeder hasst sie. Ich versuche mal selbst wieder auf den. Ich werde besser. Ich scheine wirklich wieder besser zu werden. Die tun weh, die Jungs. Die sind groß. Und der bewacht da was. Der bewacht da was vollkommen Leeres und Unnötiges. Oder? Ha? 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 Ja, was zu essen. Toll, er hat sein Mittagessen bewacht. Sehr gut. Also, Speedruns, Spiele super schnell durchspielen. Da gibt's ganz, ganz, ganz abartige Rekorde. Zelda, Ocarina of Time, Nintendo 64. Fantastisches Spiel. Weithin in den meisten Listen das beste Spiel aller Zeiten. So ziemlich jeder dürft's auch kennen. Ich glaube, der Rekord, ich müsste nachschauen, lasst mich nicht lügen, aber ist auf knapp unter 3 Stunden. Von neuen Spiel anfangen bis Outro, bis durch. Ja, ist Wahnsinn, oder? Ihr glaubt's nicht, aber es stimmt. Schaut irgendwie nach. Es gibt ganz fantastische Sachen. Kennt jemand Morrowind? Kennen doch auch viele. Das ist der Vorgänger von Oblivion. Das ist heute vielleicht schon etwas bekannter. Also die Elder Scrolls 3 war das. Oh, hier ist Zeug. Da muss ich gleich wieder reden. Ja, für Morrowind ist der Speedrun-Rekord, ich glaube, 20 Minuten oder so. Ja, 20 Minuten. Von Charakter erstellen bis durch. Gut, gleich wieder weiter mit Speedruns reden. Hier schon mal ein Vogel. Ach, wie toll, ein Vogel. Gut, was haben wir hier? Wir hängen irgendwie in einem kleinen Kabuff, das an der Kette vom Hauptding runterhängt. Das ist sehr, sehr komisch. Aber seht an, ein Fernrohr. Und wenn ich nach oben drücke, irgendwie, ja, genau so. Wir benutzen das Fernrohr. Ja. Ja, das sieht nach dem Fährmann von eben aus, oder? Okay, er fährt da rum. Klick. Gut, das hat uns jetzt nicht viel gebracht. Sind wir jetzt weiter? Hallo? Darf ich wieder reinsehen? Anscheinend nicht. Hm. Das war ja doof. Gut, mal kurz noch planen. Wo gehen wir jetzt hin? Und dann weiterziehen. Hm, wo gehen wir jetzt hin? Wo gehen wir jetzt hin? Na, gehen wir im Turm mal noch weiter nach oben, über den Warpraum raus, wo wir eben waren. Also, Speedruns. Gut, zum 7. Mal oder so fange ich wirklich neu damit an. Also, es gibt 2 Sorten von Speedruns, mehr oder minder. Es gibt echte Speedruns, in Anführungszeichen. Die sollen auf der Originalkonsole ohne irgendwelche außerspielischen Cheats oder sonst so Scheiße natürlich, also kein Action-Replay oder so ein Kack, gemacht werden und halt auf dem Originalspiel unter Originalbedingungen, sodass jeder es theoretisch mit genug Übung nachmachen kann. Und dann gibt es noch die zweite Kategorie, das sind Emulator-Runs. Wie jeder zum Beispiel auf dem Super Nintendo-Emulator spielen kann. Im Prinzip, ja, die Sim, tja, lass mich so sagen, Emulator-Runs. Die meisten kennen wohl Super Nintendo-Emulatoren, also ZSNES oder SNES 9X wahrscheinlich. So, und die meisten spielen mit Safe States rum und denken, wuhu, super klasse Möglichkeit, ich speichere jetzt, der Gegner hier sieht dick aus, ich speichere jetzt, oh scheiße, ich bin verreckt, ich lade wieder, ich bin sofort wieder da, ich habe kaum Zeit verloren. Ist auch toll, ist angenehm zu spielen. Dann gibt's aber auch noch Möglichkeiten, wenn man sich mit dem Emulator etwas besser auskennt, dran rumspielt, zum Beispiel das Spiel auf Zeitlupe zu stellen. Das geht auch, ist zum Beispiel in schnellen, hektischen Actionspielen natürlich von Vorteil, wenn auf einmal alles in Zeitlupe läuft. Und, oh, dann gibt es auch noch die Extremvariante, dass man ein Spiel Frame für Frame spielen kann. Das ist eine Extremzeitlupe, wo eine Sekunde dann aus, je nach Auflösung, NTSC oder PAL-Format, aus 50 bis 60 Frames pro Sekunde bestehen kann. Das heißt, im Emulator jetzt konkret, wie es zum Beispiel eingestellt sein kann, ihr drückt einmal Space, dann verändert sich das ganze Bild um eine 50. oder 60. Sekunde. Der sieht scheiße dick aus. Der macht mir Angst. Ich mach wieder Soul-Steal. Und hopp und hopp und... Nein. Und hopp und hopp und... Ja. Sehr gut. Also, ihr könnt damit rechnen, dass wenn man das dann so spielt, ein Spiel, Frame für Frame, dass man 700 Jahre braucht, um eine Szene von 5 Minuten durchzuspielen oder so in etwa. Das ist natürlich so, aber dafür habt ihr auch einen nahezu perfektes Ergebnis, wenn ihr euch genug damit auseinandersetzt und genug Mühe damit macht. Aber natürlich sind das Sachen, die für Menschen, richtige Menschen an der Konsole, nicht nachzuvollziehen sind. Das ist unmöglich. Ach, ich will das haben. Denn es ist ein, so Reflexe hat kein Mensch. Ein Reflex von einer, von 10 Nanosekunden hat niemand mehr oder so. Also, die beiden Speedrun-Arten darf man nicht miteinander vermischen. Man kann das auch, ja, jetzt habe ich es vergessen zu erwähnen. Man kann es auch aufnehmen, dass man so Frame für Frame in Zeitlupe aufnimmt, ewig und 3 Tage lang.
und das Ganze dann vom Emulator wieder auf normaler Geschwindigkeit abspielen lassen. Das also aussieht, als wäre es ganz... Du Wixpi. Ah, wenigstens hier gelandet. Das ganz normal gespielt wäre. Ah, fuck. Ich will da hoch. Und natürlich, die Leute, die an den Konsolen ihre Spiele spielen und ihre Speedruns machen, hassen die Leute, die es am Emu machen, weil die es viel einfacher haben aus ihrer Perspektive. Das ist ein Schalter, ich leg den jetzt um. Ah. Oh, Aufzug aktiviert. Das bedeutet was sehr Schönes für uns. Das sehen wir uns mal an. Aber ich mach mal gerade Sekundepause. Sekündchen. Gut, weiter geht's schon wieder. Tut mir leid, aber manchmal muss einfach kurze Pause sein, ihr wisst, wie das ist. Der Aufzug ist an, aber er ist irgendwie immer noch nicht offen. Ich glaube, wir müssen von unten rein. Um das Speedrun-Thema noch abzuschließen. Es ist offen. Die Wand ist einfach aufgegangen und explodiert. Bevor ich das nehme, ganz, ganz schnell. Ich springe rum und schieße das Speedrun-Thema ab. Also, es gibt die normalen Speedruns und es gibt die Emulator-Speedruns. Sind beide in meinen Augen legitime Arten von Speedruns. Sind einfach unterschiedlich. Sie sind keine Konkurrenz zueinander, aber die Leute hassen sich irgendwie trotzdem untereinander. Was soll's. Wenn ihr mal ein Spiel richtig zerpflückt und auf gut Deutsch in den Arsch gefickt sehen wollt, das ihr für schwer haltet oder so, dann schaltet euch einfach Speedruns dazu an. Die Leute spielen das absolut perfekt. Da werden Speedruns auf der Seite, zum Beispiel bei den Emulator-Runs, die unterbieten sich dann, weil ein neuer Speedrun von einem eingeschickt wird, der 0,3 Sekunden schneller ist als der andere bei einem Spiel von insgesamt 2,5 Stunden. Die machen sowas. Die sind so drauf. Das ist eine Welt für die. Dann wird im Forum ein Riesenpost abgesetzt. Boah, so eine Riesenverbesserung direkt. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach geil. Ihr findet es vielleicht bekloppt, aber egal. Also, die beste Seite, die ich kenne, meiner Meinung nach, nur meine persönliche Meinung, die beste Seite, die ich kenne für normale Speedruns von den Konsolen, ist speeddemosarchive.com oder org, ich weiß es gar nicht. Entschuldigung, ich glaube, naja, versucht Endungen durch, es gibt nicht so viele. Oder googelt danach. Auf jeden Fall speeddemosarchive. Das sind normale Runs auf Konsolen, die live aufgenommen werden. Und für Emulator-Runs ist die Seite tasvideos.org. Alles aneinander, keine Bindestriche oder sonst so Witze. Dass ihr jetzt Bescheid wisst. Könnt ihr mal schauen. Sehr lustige Sachen. Also, jetzt endlich die gelbe Kugel hier mit. Sieht nach einem Wolfsgesicht aus. Was ist das endlich? Die Seele des Wolfs haben wir erhalten. Super, was bringt uns das jetzt? Ganz einfach. Ich drücke hier einen Knopf, ich weiß nicht mehr welchen, aber... Der war's. Ist das geil? Ja, wir sind ein Wolf. Wuff. Wir können rennen als Wolf und springen und alles. Ja, wir sind ein Wolf. Wir können uns in einen Wolf verwandeln. Wer ganz, ganz sorgfältig aufgepasst hat, hat gesehen, mein Mana nimmt ab, anstatt zu, wenn ich ein Wolf bin. Das kostet natürlich auch ein bisschen magische Kraft, uns zu verwandeln. Aber was soll's? Ist doch geil, oder? Wir werden Wolf. Hammer. Wir können uns verwandeln. Und ja, wir werden auch noch mehrere solcher Verwandlungsformen bekommen. Das liebe ich auch so in dem Spiel. Es ist so geil, es ist so geil, es ist so geil. Gut, wo sind wir jetzt? Wir sind wieder an was ganz Neuem. Hier ist eine Tür. Schauen wir mal in die Tür. Da ist eine Ladezone. Ich glaube, diesmal will ich, bevor ich noch in die Tür gehe, den Turm endlich mal fertig haben. Also, schauen wir mal hier hoch, denn höher geht's auch gar nicht mehr. Hier ist ein Scheißbuch, das Buch will niemand. Was ist hier drin? Ein Speicherpunkt, seht ihr? Gut, dass ich hin bin, oder? Richtig gut, dass ich hin bin. Das geile, durchsichtige Cape. Ich finde das cool. Ich finde das echt geil. Gut, dann können wir jetzt guten Gewissens dort runter rein weitermachen. Aber ohne das Buch. Niemand will das Buch. Gut. Gut, gut, gut. Und weiter, weiter, weiter. Oh, grün. Haben wir auch nicht auf. Oh, Clock Tower. Also der Uhrenturm. Hm. Unten lang, oben lang. Hm, bin jetzt mal runter. Ach du Heilige. Aua! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Boah. Ja, das war ein normaler Gegner. Das war kein Boss oder so. Das ist ein stinknormaler Gegner, von denen gibt es mehrere. Da werden wir noch viele treffen. Ja, sag ich doch. Hoppa, hoppa. Gut, tot. Oh. Wie geil ist jetzt das wieder? Die Musik von eben in einem E-Gitarren-Mix. Ah, oh, geil. Herrlich. Die Axt, wer will die Axt? Was bist du da oben? Du bist auch ein hässlicher. Och Mann, nicht schon wieder einer von euch. Aua. 12 Schaden.